Wir schreiben zwar das Jahr 2016, doch für James, dem alten Butler aus dem ehemaligen Bonner Bundestagscasino, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Er erinnert sich noch an Helmut Kohl, an Willy Brandt, an Hans-Dietrich Genscher, an Herbert Wehner und an Nobby Blüm. Freuen Sie sich mit uns auf Dinner vor Bonn. Bitteschön. Herr Kohl, Teams, sind die anderen Knallköpfe schon da? Nein, Herr Kohl, Sie sind der Einzige. Ja, dann fangen wir doch schon mal an, Herr Kohl. Ja, zuerst einen guten Pfälzer Eiswein. Ja, zuerst einen guten Pfälzer Eiswein. Aber bitte nur zwei ganz kleine Würfelchen, denn ich muss ja später noch regieren. Sehr wohl, Herr Kohl. Herr Brandt, wie immer. James, wie immer. Erst Whisky mit Wasser. Dann Wasser mit Whisky. Dann Whisky ohne Wasser. Und zum Schluss trinke ich dann den Whisky wie Wasser. Herr Strauß, was darf es für Sie sein? Natürlich Bier. Was glauben Sie, was meinen wunderschönen Körper geformt hat? Ja, Heinz Erhardt sagte schon, Wasser trinken die Vierbeiner, die Menschen finden Bier feiner. Herr Wehner, was bekommen Sie? Einen steifen, bitte was? Einen steifen, kock, 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 kock. Sehr gut. Herr Genscher, was darf für Sie sein? Wie sagt der alte Lateiner? Mensana in Campari Soda. Ein gesunder Geist braucht was zu trinken. Herr Blüm, wie immer trockenen Weißwein, ganz genau, James. Den furztrockenen, den trinke ich sehr gerne, weil der zieht immer alles so schön zusammen. Auf Ihre eigene Verantwortung, Herr Blüm, nicht, dass Sie sich später wieder beschweren, Sie waren schon immer so klein. So, meine Herren, jetzt habe ich gehört, was Sie trinken möchten. Nun gibt es wie jedes Jahr als Aperitif einen trockenen Sherry. Das finde ich aber jetzt überhaupt nicht in Ordnung. Wenn ich zu viel trockenen Sherry trinke, dann kann ich nachher wieder nicht pinkeln gehen. Sei ruhig, Willi, und hau die Pfütze weg, 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 weg. Jawohl, lass uns diesmal etwas schneller trinken. Letztes Jahr bin ich nüchtern nach Hause gegangen. Da hat mich der Hund nicht mehr erkannt. Herr Kohl, zum Wohl. Zum Wohl, James. Herr Brandt, Prost. Prost. Herr Strauß. Und zwar gesuffen. Herr Wehner. Prost, 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 Prost.
Herr Genscher, lange lebe die FDP. Auf die Gesundheit, Prosit. Herr Blüm, auf die Renten. Auf die Renten, James. Die zurzeit zur Hälfte abgesichert sind. Und im nächsten Jahr wird ein Drittel sicher sein. Und dann ein Viertel und dann ein Fünftel und dann ein Sechstel. Und immer so weiter in der Steigerung. Post. Aber damit wir uns richtig verstehen, ich spreche von Renten und nicht von Sterbehilfe. Ja, dann müssen ja auch noch mal 90-Jährige eine Lebensversicherung abschließen, damit sie im Alter was auf der hohen Kante haben. Oh, die Bevölkerung wird immer älter und älter. Ja, jetzt begreife ich auch, warum die Bestattungsunternehmen sich in einer Krise befinden. Ja, das kommt davon, wer anderen eine Grube gräbt. So, meine Herren, ich glaube, ich erzähle jetzt mal einen kleinen Witz zur Auflockerung. Also ein Mann kommt zum Frauenarzt. Nee, falsch. Eine Frau kommt zum Männerarzt. Nee, das stimmt auch nicht. Auf jeden Fall legt die Sprechstundenhilfe den Boden mit Zeitungspapier aus. Nee, das stimmt auch nicht. Das ist, ich glaube, ein Politiker kommt zum Arzt. Jetzt habe ich einen Politiker. Ich glaube, den Witz zu kennen, den uns Helmut erzählen will. Oskar Lafontaine kam zum Arzt, sagt der Arzt, Oskar, hatten Sie früher schon einmal einen Abszess? Sagt der Oskar, ja, Herr Doktor, vor 2 Jahren, aber ich bin freigesprochen worden. Jetzt habe ich es, Also Helmut Kohl kommt zur Themse-Liesel. Das bin ich ja selbst, also ich besuche die Queen, Elisa Lisbeth. Und da geht die Queen in die Teeküche und kocht Tee. Da kommen die königlichen Hunde und springen ständig an mir hoch. Und sprachgewandt, wie ich nun mal bin, Bitburg, Brüm, Brüm, Geroldstein, Bitburg, Brüm, Brüm, Geroldstein, Bitburg. Da kommt die Queen rein und sagt, down. Und da habe ich gewusst, dass es wieder so ein Ort aus der Eifel ist. Herr Kohl, also so besonders war der Witz jetzt nicht. Ja, der ist ja von mir. Darf ich jetzt den Chateauneuf du Pep-Pap-Pap servieren? Ja, nix da schien's. Selbst so eine billige Fuselbrühe trinke ich nicht. Servieren Sie jetzt bitte den Chateauneuf-Motor Rothschild Grand Cru. Sehr wohl, ich serviere den Rothschild, wie Sie meinen. So, meine Herren, jetzt geht es also richtig los. Ich wollte mal fragen, ist das auch wirklich der Wein? Ja, es ist der. Das ist der Grand Cru, sagen Sie mal, Kohl, haben Sie Komplexe oder was? Also ich habe ein Zwei-Familienhaus und ein Bungalow. Ob das Komplexe sind, müssen andere beurteilen. Also ich bin jetzt auch bei so einem Seelenklempner. Die Behandlung schlägt sehr gut an. Ich kann jetzt schon unterscheiden und weiß den Unterschied zwischen einer Gruppentherapie und Gruppensex. Das würde ich aber mal sehr interessieren, Herr Blüm. Worin besteht denn der Unterschied? Na ja, bei der Gruppentherapie, da hört man von Problemen der anderen. Und beim Gruppensex sieht man sie.
Meine Herren, ich finde, Politik ist etwas ganz Schlimmes. Für mich ist Politik wie Roulette spielen. Man kann auf Rot oder auf Schwarz setzen und am Ende ist die Kohle immer weg. Mein Enkel hat mich neulich gefragt, Opa, was sind Steuern? Und dann habe ich 47,5% von seiner Tafel Schokolade weggefuttert. Und dann hat er fürchterlich geweint. Er scheint es begriffen zu haben. Mr. Kohl, zum Wohl. Mr. Brandt, hab ihr gleich das Gefühl, wir sind ran. Franz Josef, du siehst von hinten aus, als ob du wärst von vorne schön. Herbert, du hast ein Gesicht wie Lexikon. Aufschlagen, zuschlagen, immer wieder nachschlagen. Na, ich meine, FDP, frühere dritte Partei. So, Nobby, sitzt du oder stehst du? Nein, mir gibt's Leben vor der Rente. Meine Herren, hier ist eine Stimmung hier wie bei der Oma und dem Rock. Ich glaube, wir müssen hier die Stimmung etwas ändern. Sag mal, Nobby, wo ist es da? Na, Helmut, du siehst aus, als ob du jetzt 5 Kilo abgenommen. Quatsch, wenn ich 5 Kilo abnehme, das sieht man überhaupt nicht. Das ist ungefähr so, als ob bei einem 30-Tonner Diesel die Zierleiste abfallen würde. Wenn ich mir mal die Schuhe zubinde, dann überlege ich, was ich noch tun könnte, wenn ich schon mal da unten bin. Mein Arzt, der Dr. Pfeiffer, hat mir jetzt auch eine Diät verordnet. Jeden Morgen ein Teller Haferschleim und jeden Abend noch eine Flasche Bier. Und, haben Sie das durch, Herr Kollege? Naja, mit dem Haferschleim bin ich jetzt ein halbes Jahr im Rückstand. Aber mit dem Bier 2 Jahre voraus. Ich halte mein Gewicht mit Sport. Ich treibe jeden Morgen Sport. Rittersport. 2 Tafeln. Also ich habe da lieber 2 Kartons Schaumküsse. Apropos Schaum, Schien, servieren Sie jetzt bitte den Schaumwein. Sehr wohl, ich serviere den Schaumwein. Schaum, Selamur. Meine Herren, Sie sollen jetzt langsam aufhören zu saufen, ich sehe Sie alle doppelt. Ich kann auch besser nach 10 Klaren doppelt sehen, als nach 10 doppelten klar. Sagen Sie mal, Schiems, der Schaumwein, der schaumt ja überhaupt nicht. Ja und, haben Sie vielleicht schon mal eine Ochsenschwanzsuppe gegessen, die wedelt?
Herr Groß, also Sie sind doch mit Ihrem Latein am Ende, oder? Herr Quatsch, ich kann sogar etwas Lateinisches. In vino vertico. Ja, Moment mal, was heißt denn das in vino vertico? Das heißt, der Wein steht im Schrank. Ich bin der Meinung, sämtlicher Wein müsste in die Kanalisation geschüttet werden. Aber nicht auf dem direkten Wege. Ich bin schon dafür, den Wein vorher über die Nieren laufen zu lassen. Also meine Herren, jetzt kommen, jetzt, wir sollten jetzt mal bitte ein Liedchen anstimmen. Da finde ich jetzt in Ordnung, da bin ich aber der Erste. Lustig ist das Zigeunerschnitzel, Dalia, Lavia, Ho. Jeder Bissen ein Nervenkitzel und den Rest in das Klo. Lustig ist im Schlawinerwald, heute bleibt unsere Küche kalt. Dalia, Lavia, Dalia, Lavia, Dalia, Lavia, Ho, Ho, Ho. Jetzt aber ich bitte, ja, in Flandern gibt's noch Hühnerbrust, in Flandern gibt's noch Hühnerbrust, in Flandern, das muss ein halbes Hähnchen sein, das niemals fiel in Flandern ein, das niemals fiel in Flandern ein, in Flandern. Dankeschön. Jetzt bin ich aber an der Reihe. Im Kühlschrank, die Zwerge, sie frieren, Fallera. Sie können sich vor Kälte kaum rasieren, Fallera. Sie tanzen ohne Hose um die Budettdose. Komm her, probier's doch selbst einmal. Sie tanzen ohne Hose um die Budettdose. Komm her, probier's doch selbst einmal. Willi Kohl, zum Wohl! Franz Josef Brandt, zu Augen! Norbert Strauß, Prost! Willi Wieder! Helmut Genscher! Franz Josef Blüm, Sönobi, hast du in Rüsselsheim am Band gearbeitet? Stimmt das? Quatsch, hab doch nicht am Band gearbeitet, ich dürfte immer frei rumlaufen. So, Teams, machen Sie jetzt bitte die Rechnung fertig. Unsere Dienstlimousinen stehen bereit. Wir müssen zum Ende kommen. Darf ich zum Schluss eine Runde Kürze servieren, Herr Kohl? Ja, aber nur einen kleinen. Herr Strauß, wie sieht's mit Ihnen aus? Nein, danke. Herr Brandt, verlangen Sie nicht so dämlich, und dem vom Strauß geben Sie mir auch noch. Herr Wiener, schütten Sie ihn direkt in die Pfeife, müssen Sie ein Glas weniger spülen. Herr Genscher, von mir aus. Na, Nobby, ein kurzer. Nein, danke, ich bin schon gestraft genug. James, James, machen Sie jetzt bitte die Rechnung fertig. Sebositsche wie letztes Jahr, Herr Kohl. Sebositsche wie jedes Jahr, Teams. Also, die Zeche zahlt wieder einmal das Volk.
Was willst du mehr? Ha, das war doch eine Glanzrolle von unserem Präsidenten der Bohnenweide, Heinz Miller. Heinz, das war klasse. Das Publikum dankt es dir. Es ist unglaublich. Deine Künste in Parodie und dieses Nachspielen dieser Größen, bei ist er selbst eine Größe, gell? Eine gewichtige Größe, jawohl. Wir begrüßen einen, nein, wir bedanken unseren Meister auf der Bühne. Schön, dass der Heinz diesen Platz verlassen hat, um uns auf der Rostra zu erfreuen mit einem dreifach donnernden Hello! 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 Danke, Heinz.